So, wir sind wieder da bei Pokémon Gelb. Wir hatten ja letztes Mal die Trainingssession. Ich habe immer noch keinen Namen. Aber bis ihr es seht, steht da ein Name. Genau da oben, da wo ich hinlaufe. Aber ich niemals hinkommen werde. Und zwar haben wir unsere Pokémon immer noch nicht geheilt, oder? Haben wir die geheilt? Glaube ich nicht mitbekommen. Nee, haben wir nicht. So, deshalb werden wir jetzt unsere Pokémon heilen. Und danach werden wir unser... Ach scheiße, da müssen wir wieder eine Trainingssession machen. Weil ich wollte eigentlich mein Nidoran auch trainieren. Schließlich habe ich es ja jetzt gefangen. Mein zweites Nidoran, also einmal weiblich, einmal männlich. Und schließlich entwickeln die sich ja anders. Und dadurch gibt es dann neue Einträge für meinen Pokédex. Und jetzt werden wir nämlich, ist Nidoran schon an der Spitze, genau, so sieht es nämlich aus. Nidoran braucht nämlich noch stolze, oh da ist es, 25 EP bis zum nächsten Level. Saftkorn braucht 74, das ist auch nicht mehr lang, das schaffen wir locker vom Hocker. Wir müssen mal zuschauen, dass Saftkorn sich endlich entwickelt, weil... Also wir wissen ja bei Level 16, zumindest haben wir es so vermutet. Und das ist schon die dritte Entwicklung dann. So, bist du auch ein Trainer? Lass uns campen. Die oder den hatten wir noch gar nicht. Ich denke ein der... Ja. Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Horndio ein. Ein Horndio Level 9. Nidoran Level 6. Das wäre knapp, aber das schaffen wir nicht. Drum setzen wir jetzt auf Saftkorn. Da werden wir sterben. Radfratz, Pikachu und Horndio, gell? Pikachu. Bevor jetzt noch irgendwie ein Nidoran oder so kommt. Und dann werden wir fertig gemacht. Wobei jetzt mit Ruckzuki, da weiß man nicht, was passiert. Auf jeden Fall sehen wir, dass unsere Attacken nur mäßig stark sind. Ein bisschen weniger als die Hälfte hat es nur abgezogen. Deswegen versuchen wir jetzt Routenschlag. Ach, wir haben... Oh, scheiße. Hier ist ja Ruckzuckieb. Egal, dann ist jetzt immerhin K.O. Ich habe schon gerade gedacht, ich hatte letztes Mal... Nidoran erreicht Level 7. Und es ist schon einige Stärke geworden. Kokuna. Ja, ich möchte es wechseln und zwar zu Nidoran. Ich frage mich, ob Kokuna... Kokuna kann, denke ich, angreifen. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Härtner. Solange es Härtner nur einsetzt, ist das ziemlich praktisch. Oh ja, jetzt geht das wieder los. Volltreffer. Immerhin ein Volltreffer. Und man sieht schon, wie stark ich bin und wie schwach Kokuna ist. Ich habe gedacht, Kokuna kann angreifen. Das konnte selbst ein Saftkorn damals auf Level 6 im Vertania-Wald, falls ihr noch wisst. Und weil das Gedächtnis von manchen hier nicht so gut ist, werde ich es nicht nochmal einspielen, ganz genau. So, also habt ihr es an dieser Stelle wahrscheinlich nicht gesehen und darum erinnert sich jetzt wieder jeder, oh mein Gott, das kann hart werden und das wird wahrscheinlich hart, so hart wie ich bin. Es hilft nichts mehr, Kokuna kann nichts mehr, das ist ja schwachsinnig, so ein Pokémon, aber was soll man tun? Kokuna können wir hier übrigens nicht fangen, genauso wie Horndio, Bibor kommt danach, können wir auch nicht fangen, das geht in der gelben Edition nicht, auch wenn die gelbe Edition so eine coole Super Edition ist. Also erzählen wir gerade mal ein bisschen drumherum. Gelb und Blau sind hier als Standard-Editionen erschienen, genauso wie Gold und Silber, wie alle anderen Editionen auch, wie Perl und Diamant, wie, oh mein Gott, wie Rubin und Saphir. Kokuna wurde besiegt, Nidoran erhält 136 EP und Nidoran erreicht Level 8. Das geht schnell. Nidoran lernt Kratzer, das geht schnell. Raupi. Nein. Erster richtiger Kampf, warte, Rubin und Saphir und Smaragd, ne, Saphir war die, glaube ich, die Sonderedition, oder? Saphir und Smaragd, Rubin, ist mir gerade jetzt auch relativ wurscht. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil ich aus Versehen immer nur
das einsetzt, aber ich will eigentlich hier Kratzer einsetzen. Ganz genau so sieht's aus. Kratzer, und man sieht mal, wie viel stärker das ist. Ein bisschen stärker ist es auf jeden Fall. Und wir werden, glaube ich, hier auch gewinnen. Was relativ cool wäre, weil so Nidoran kommt echt schnell die Level hoch. Und so ist auch die gelbe Edition erschienen. Und da ist immer alles ein bisschen anders von der Handlung her und auch von dem Pokémon, die man kriegt. Von dem Pokémon, die man kriegt, ist es so eine relative, oh nicht schon wieder, Mischung aus den beiden anderen Editionen. Von der Handlung her, jetzt muss ich mal kurz die Maus verschieben. So, Volltreffer, Raupi wurde besiegt, Nidoran erhält 102 EP und erreicht schon wieder ein neues Level, nämlich Level 9. Käfer Saftkorn. Also, Saftkorn, du bist dran. Gegen deinen Artgenossen. Und dann kommen wir damit auch ein Level ab. Tackle. Weil Saftkorn, der kann, denke ich, jetzt auch kein Tackle, weil das ja davor ein Krokuna auch nicht kannte. Ja, und bei der Handlung ist folgendes anders, zum Beispiel jetzt bei Gelb zu Blau. Man kann kein Missing Now kriegen. Wobei, das ist kein... Ja, das ist mir nur gerade so eingefallen, weil man es bei der Blauen machen konnte. Das habe ich mal gemacht und dann ist mein Spiel abgekackt. Scheiße, ne? Das konnte man auf der Zinnoberinsel neben der Arena direkt, wenn man direkt an Land da schwimmt, im Server hoch und runter, da kommt irgendwann Missing Now und da sind gerade viele Pokémon auf Level 99 oder so, gell? Soweit ich weiß. Und das ist eigentlich ein Cheat sozusagen. Wobei ein Cheat heißt ja, was man... Man muss erst was, irgendwas Bestimmtes tun oder eingeben oder machen, das was passiert. Und das war ja einfach eher, ich weiß gar nicht, ob das ein einfacher Bug war oder ob das gewollt war. Ich bin mir selbst unsicher, ich glaube aber nicht, dass das gewollt war. Wobei, warum haben die es dann drin gelassen? Die gelbe Edition ist, glaube ich, erst wieder ein bisschen später erschienen, so wie die anderen Sondereditions da auch immer. Das heißt ja auch Pikachu Edition, Special Pikachu Edition, Quelle Wikipedia, da habe ich es mal nachgeguckt. Ich schaue ja eh, ich Wikipedia eh so viel. Wikipedieren habe ich das erfunden eigentlich, das Wort, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Und, ja, aber das ist, heißt jetzt nicht, das ist ein anderer Handlungslauf. Was ist denn hier anders? Wir haben mit den Starter-Pokémon. Man kann sich eins auswählen in Rot und Blau und von dem Typ, was dann Vorteil gegen das eigene hat, nutzt Gary oder halt der Rivale, sucht dann das andere Pokémon aus. Man verliert am Anfang aber trotzdem nie das Battle da, weil man natürlich... Oh mein Gott, das dauert wieder so ewig hier. Schafft es mein Saftkorn hier noch? 14, ja. Weil man eh nur Tackle kann. Also beide Pokémon. Und noch so ein anderes Ding, glaube ich. Oder lernt man das jetzt? Ich weiß es gerade selber nicht. Und hier hat halt... Hier hat halt... ja... Dingsterbumster... Evoli. In dem Fall Gary. Saftkorn erreicht Level 10 endlich. Danny besiegt Käfersammler. Käfersammler, mit diesem Pokémon hätte ich auch leicht gewonnen. Dann gewinnt 90. Saftkorn entwickelt sich schon. Oh mein Gott. Auf Level 10 die dritte Entwicklung. Saftkorn entwickelt sich. Was wird daraus? Was ist das? Was ist das bloß? Saftkorn wurde zu Smetbo. Ich hatte gerade meine Hand vor dem Mund, weil ich so erstaunt war. So eine Pose. Oh mein Gott. Smetbo lernt Konfusion. Endlich. So, ziehen wir weiter und gucken, was uns hier erwartet. Mein neues Pokémon wollte kämpfen. Und auf jeden Fall war das dann so. Hier können wir, glaube ich, Tabitak fangen. Oder war das auch auf einer blauen Edition? Ich bin mir gerade unsicher, aber ich glaube, das müsste gehen. Auf jeden Fall, genau, Handlungsverlauf anderer. Ja, und den Rest vom Handlungsverlauf... Ach Gott, bin ich blöd. Und den Rest vom Handlungsverlauf habe ich gerade relativ vergessen. Also die Unterschiede. Lasst mich kurz überlegen. Man ist... ich habe keine Ahnung mehr. Es ist so lange her, dass ich blau gespielt habe. Ich habe immer die gelbe gespielt. Immer, immer, immer. Eigentlich müsste man sowas wissen. Aber ich weiß es gerade nicht mehr. Oh Gott, das wird knapp. Aber ich könnte es schaffen. Ich schaffe das, denke ich auch. Ja. Tackle und Kratzer. Und noch einmal Kratzer danach. Und dann haben wir es. So, also... Raupi wurde besiegt von Nidoran. Nidoran erreicht schon Level 10 und so schnell hat es aufgehört. Käfersammler wird Saftkorn in den Kampf schicken. Ja. Nein. Ich frage mich, ob es Tackle kann. Auf Level 11 sollte man es ja eigentlich können.
komm schon. Also nee, nicht komm schon. Am besten ist es ja so, weil kann ich unberuhigt. Oh Gott, das kann es echt nicht. Angreifen. Und ja. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, es gab auch die grüne Edition übrigens. Die wurde aber nie in Europa erschienen. Die ist nie in Europa erschienen, nur in Amerika und in Japan. In Asien, Rest weiß ich gar nicht, was da war. Ob da mal Pokémon-Editionen erschienen sind. Wer weiß. Auf jeden Fall in Japan und Amerika die grüne Edition. Und da ist dann halt kein, wer hätte es gedacht, Glurak oder... Oder Turtok drauf, sondern ein Bisasflor. Hat mich sehr interessiert. Auf Emulatoren, die man irgendwie kriegt, auch im Internet. Ich habe schon mal was von Emulatoren gehört. Ja, natürlich, das, was wir hier machen, das ist alles nur Einbildung. Das ist kein Emulator. Das denkt man nur. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das ein Emulator ist oder nicht. Oder ob man das nur denkt. Weil, wenn man aufwacht, irgendwann weiß man auch nicht, ob es ein Traum war oder nicht. Zumindest weiß man es davor noch nicht. Nioran erreicht Level 11. Wie schnell geht denn das? 18, 17, 16, 16. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast meine Pokémon-Musik. Daniel gewinnt viel. Und dich wollen wir auch noch schlagen. Huch, sollen das etwa Annäherungsversuch sein? Ey, ich laufe vorbei. Du sprichst mich an. Und ja, das soll's werden. Nicht wahr? Abgesehen davon, dass du so aussiehst wie jeder andere Pummelow. Hallo. Pummelow kann bestimmt, warte mal, Gesang oder so konnte doch einen einschläfern, oder? Irgendwie sowas. Ja, weil ich gerade hier Pummelow hier sehe, fällt's mir ein. Oh mein Gott. Gut, ein Level 14 Pokémon ist auch nicht zu unterschätzen. Smetbo, komm du auch nochmal auf Level 14, dann Level 11, dann sind wir alle Level 11er Club. Das ist extrem cool. Oh, nö. Ich wollte dir eher im Pummelow jetzt hören. Oh Gott. Dann versuchen wir mal, dass du schnell wieder aufwachst. Fund. Könnte knapp werden. Es könnte knapp werden. Aussetzer. Oh mein Gott. Jetzt wird meine... was wird denn? Irgendeine Attacke oder die letzte benutzte, aber hatten wir gar nicht benutzt. Also Herdner, keine Ahnung. Eine Attacke wird auf jeden Fall dann immer blockiert. Smetbo schläft fest. Aussetzer bringt natürlich jetzt nichts mehr, weil es kann nur eine Attacke blockiert werden. Fund ist immer blöd, weil wir dann sterben werden. Beim nächsten Mal. Schade, Smetbo. Tut mir leid, aber Aussetzer hilft auch nichts. Oh ja, yeah. Jetzt können wir vielleicht doch noch was erreichen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich glaube an dich. Ach, schade. Und wir können es besiegen und wir haben es besiegt. Pummelow wurde besiegt. Smetbo hält 228. Jetzt wäre wahrscheinlich hier Nidoran schon auf Level 20 bei so viel EP auf einmal. Und währenddessen gucken wir, gibt es hier irgendwie was Tolles? Wir haben ja hier noch ein paar EP und da können wir noch ein paar Trainer hier... Hallo. Ah nee, du willst gar nicht. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch Azuria Tunnel City. Azuria City ist sehr beschwerlich, meine ich doch. Upsi. Okay, jetzt können wir unser Habitat fangen. Wer hätte das gedacht? Da kommt's, ich wusste es doch noch. Ein wildes Habitat. Auf Level 9, das könnte in unserer... In unser Team, wobei wir keinen Platz mehr haben. Tut mir leid. Ich muss mal gucken, wen ich reinnehme. Wobei, das müsste jetzt passen. Allerdings. So, Item, Pokéball. Go, 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 mach's fertig. Und schon wieder schließen wir eine Folge ab. Mit einem Pokémon, und zwar mit einem Habitak, mit einem neuen Eintrag im Pokédex. Habitak ist ein Kleinvogel, Größe 0320. Es kann fliegen, es kann nicht fliegen, dafür kann es sehr schnell fliegen. Warte, es kann seien wir einfach mal still und genießen meine Unwissenheit, was davor da stand. Ist ja sehr cool und so Unwissenheit, ja. Yeah. So, wir sind hier bei einem Pokémon Center und davor werden wir auch wie im letzten Part speichern und ihr werdet dann nach weitersehen, wie es weitergeht und so unter 15 Minuten mal wieder. Und das kann nur die Cable von Dance Star, von Let's Dance Star, genau. Also bis zum nächsten Part. Ciao.